wollen dir ihre Gedankenordnung einpflanzen. Sie dulden keine anderen Fantasien oder Vorstellungskräfte, wenn sie überhaupt über so etwas verfügen. Deine Gedanken und deine Gefühlsordnung, die wollen sie hier nicht. Sie wollen über jeden einzelnen Menschen bestimmen und er soll gehorchen. Für ihre Gedankenordnung haben sie Normschablonen. Durch diese Gedankenschablonen wirst du in allen Phasen deines Lebens geschickt und Abweichungen davon werden getadelt und bestraft. Alle Personen einer Gesellschaftsschicht, sie sollen gleich funktionieren und gleiche Gedanken haben, das dann sich in ihrer Einstellung und Lebensweisen äußert. Doch wenn ein Freigeist sich mit seiner Meinung äußert, die aus einer individuellen Gedankenordnung kommt, der wird dann harsch angegangen und verletzt und bestraft. Wir alle sind der Gesellschaftsordnung von Herrschaften und Untergebenen eingebettet. Und niemand soll dem entkommen. Doch wir sind alle andere Wesen. Aber das interessiert sie nicht. Du wirst unterworfen und du sollst ihnen, den Herrschaften, gehorchen und dienen. Die Kultur und die Kunst eines Landes speist sich aus dem Können und der Fantasie und den Vorstellungskräften der Bevölkerung. Aber sie wollen uns zu einer homogenen Masse von Wesen machen. Die Kreativität wird untergraben und aufgehalten, wenn man den Wesen vorschreibt, wie sie zu denken haben und vielleicht sogar noch zu fühlen haben.